Nintendo hat für heute um 16 Uhr eine neue Nintendo Direct angekündigt und ich möchte mit euch ein bisschen drüber reden, was meiner Meinung nach wahrscheinlich ist, was wir gezeigt bekommen. Punkt Nummer 1, ein neues Mario Game. Egal ob 2D oder 3D, aber gerade das neueste 2D Mario, wenn wir Mario Maker rausrechnen, kam zum Start der Wii U heraus. Seitdem haben wir kein neues 2D Mario Abenteuer mehr bekommen und da es auch nur um Spiele geht, die diesen Winter noch rauskommen, könnte das doch ein super Verkaufsschlager für Weihnachten werden. Punkt Nummer 2, eine neue Hardware. Ich rede jetzt aber nicht von einer neuen Konsolengeneration, sondern ich kann mir vorstellen, dass so wie wir schon die Nintendo Switch Lite und die Nintendo Switch OLED bekommen haben, irgendeine neue Form von technisch geupgradeter Switch gezeigt bekommen. Punkt Nummer 3, eine The Legend of Zelda Collection. Ich bin zwar kein großer Fan von Remakes, aber wir haben dieses Jahr noch keinen Zelda-Titel bekommen und da Breath of the Wild 2 erst nächstes Jahr rauskommt, würde das passen. Das sind meine Top 3 Predictions, was wir heute Abend zu sehen bekommen. Was denkt ihr? Was kommt? Schreibt's gerne in die Kommentare. Um 16 Uhr sind wir live auf YouTube und schauen uns das Ganze hier gemeinsam an. Also lasst gerne ein Abo da.